Ja, gehen wir doch einfach mal weiter. Genau, gehen wir mal weiter. So, dann haben wir hier zum Beispiel, ich gehe hier mal in meinem Sequencer ein bisschen ein Stück weiter rüber, dass ich hier später ansetzen kann. Denkt sie so oft an ihn. So, hört man wieder ganz gut diese zwei Noten zum Beispiel, diese Gässe. Denkt sie so. Das sollten zwei gleiche Töne sein. Deswegen erstmal das Erste, was ich tue, weil der Drift sieht relativ gut aus. Hier am Schluss ist ein kleiner Abgang, aber der ist oft am Ende von Noten. Den können wir in dem Fall vernachlässigen. Schiebe ich wieder mit meiner gedrückten Alt-Taste nach unten. Hör mir an. Schon viel besser. Gibt es irgendwie einen Trick, dass ich jetzt, also du musst ja jetzt in deinem Sequencer sagen, ab da abspielen. Das heißt, du musst immer zurück in den Sequencer, da deinen Locator setzen. Ja. Gibt es einen Trick, ohne dass ich jetzt irgendwie Solo oder so drücken muss, wie ich zumindest mal das Gesangssignal, das Melodyne Solo hören kann? Ja, einfach, man drückt im Prinzip, macht einen Doppelklick in das Edit Window oder oben in die Timeline. Denkt sie so oft an. Ah ja, super. Denkt sie so oft. Oder eben. So auf die Art, einfach, dass man hier Timeline nimmt. Denkt sie so aus, ist schnell. Ja. Auf die Art. Jetzt habe ich hier eine Korrektur gemacht. Es ist jetzt in dem Fall schwieriger zu hören, aber ich erkläre das mal, weil das für mich eine ganz wichtige Sache ist, die einfach auch den Unterschied ausmacht zwischen einer gut bearbeiteten Stimme und einer schlecht bearbeiteten Stimme. Und zwar ist es so, hatte ich schon erklärt, Vokale machen den Ton aus und nicht die Konsonanten und S'e, T's und so weiter. Wenn man die pitcht, dann klingen sie unnatürlich. Ja. Und der Editor macht das schon sehr, sehr gut. Also wenn man da ein S pitcht oder so, dann ist es schon sehr, sehr gut. Aber man hört den Unterschied. Also wer noch so eine alte Essential oder Melodyne Uno-Version hat, der muss ganz doll drauf achten. Genau, oder auch das Studio. Also das Studio ist auch so, ich arbeite ja sehr, sehr gerne im Studio. Ich und auch. Und da muss man schon drauf achten, dass man die S schneidet. Hier ist es zum Beispiel so. Denkt sie so. Wenn ich das mal rückgängig mache. Denkt sie so. Klingt ein bisschen anders, dieses S. Wenn ich das jetzt wieder runterschiebe. Denkt sie so. Ist es so ein bisschen verschmiert, ne? Genau, ja. Genau. Und da ist jetzt einfach der Trick, dass man dieses Notentrennwerkzeug anwählt und mal dort, bevor die Modulation beginnt, einfach mal die Note trennt. Also dieses S abtrennt von der nachfolgenden Note. Und jetzt gibt es den Trick. Das S ist jetzt angemeldet, ne? Das sieht man daran, dass es rot genau, ist. Genau, genau. Das ist, kann man auch übrigens eine ganz, ganz schöne Sache, kann ich kurz zeigen, mit Pfeil rechts, Pfeil links kann man zwischen den Noten hin und her schalten. So, ganz praktisch. Jetzt, was ich mit der Note jetzt machen will, ist sie einfach auf Originaltonhöhe zurücksetzen. Also auf die Tonhöhe, bevor ich diesen Ton bearbeitet habe. Ganz einfach bearbeiten. Und dann Bearbeitungen zurücksetzen, Tonhöhe. Und dann kann man hier, gibt es ganz viele Auswahlmöglichkeiten, alle Tonhöhen zurücksetzen, nur die Tonhöhenmodulation, Drift und die Übergänge. Ich, in meinem Fall, nur die Tonhöhe setze ich zurück. Denkt sie so. Und es klingt wieder ein bisschen anders. Ja. Denkt sie so. Ist nur eine ganz Kleinigkeit. Das ist bei ganz vielen Sängern hört man das ganz deutlich. Also hier bei der Sängerin ist es jetzt so, dass es nur ganz leicht ist, weil sie einfach sehr gute Esse hat. Es ist aber auch so, dass dieser Effekt, der jetzt nur so ein bisschen wirkt, wenn du es nachher komprimierst und noch die Höhen ein bisschen anhebst, kommt dieser Effekt viel stärker zum Tragen. Ja. Und dann nach dem Mix bist du dann froh, wenn es korrigiert ist. Genau, genau. Da macht sich dann auch der Unterschied wirklich bemerkbar. Am Anfang, man sollte halt, sobald man es ein bisschen hört, sollte man es korrigieren, weil es einfach im Nachhinein besser klingen wird. So, weiter geht's. Hier haben wir unsere nächste Note. Sehen wir wieder, das Typische am Anfang einer Note ist der Drift von unten nach oben. Und was man hier wieder machen könnte, entweder trennen, zwei Noten draus machen, anpassen und fertig. Oder man orientiert sich wieder am Ende, wo der Ton hin will. Wir hören es mal an. Sie so oft. So oft, da ist es ja auch irgendwie so ineinander. Und in meinem Fall würde ich jetzt einfach die Note nehmen und sie mal an die richtige Stelle schieben, wie es da ist. So. So ungefähr. Und denkt sie so oft an ihn. Genau. Und dann so würde es auf jeden Fall funktionieren. So würde es auf jeden Fall funktionieren und man hat trotzdem noch dieses Natürliche. Genau. Hier in dem Fall würde ich da ein bisschen nach unten gehen. Denkt sie so oft an ihn. Da kann man jetzt auch ein bisschen mit dem Drift noch entgegenarbeiten.
aber nicht viel, weil im Prinzip, ne, ich, da kann ich mich nur wiederholen, da, die Natürlichkeit muss da bleiben. Denkt sie so oft an ihn. Ja. Du hast ja auch in der letzten Folge auch gesagt, wenig Modulation, lieber mit dem Drift arbeiten, ja, um solche, ja, Sachen zu korrigieren, genau, damit es natürlich klingt. Genau, damit es natürlich klingt und vor allem damit es sich einfach ineinander noch unterscheidet. So, jetzt kann ich hier zum Beispiel den noch ein bisschen anpassen. Denkt sie so oft an ihn. Und der hier merkt man jetzt auch, wo soll der hin? Ja, ne? Der könnte, so, man weiß es nicht wirklich. Melodyne sagt hier, jetzt schauen wir mal, ob es recht hat. Schieben es ein bisschen runter und in dem Fall passe ich jetzt den Drift auf jeden Fall noch ein bisschen an. So dass ich ungefähr so einen mittleren. Hier am Anfang ist es noch sehr hoch. Aber hier pendelt sich's ein und da ist es dann auf einer mittleren Basis. Mhm. Und das hört sich dann ihn. Genau, da soll es auch hin. Wie würdest du es machen jetzt bei dem Ton zum Beispiel, wenn du sagst, dieser Schlenker am Anfang nach oben, den wollen wir nicht haben? Genau. Das entweder man arbeitet dann halt ganz krass mit dem Modulationswerkzeug. Nimmt die Modulation raus. Und passt noch ein bisschen den Drift an. Zum Beispiel so. Und geht dann ein bisschen tiefer mit der Note. Dann ihn. Es ist schon mal weniger, ja, auf jeden Fall. Aber es gibt dann auch noch eine andere Möglichkeit. Und das ist einfach, diesen Teil abzutrennen, ihn als separaten Ton zu betrachten, abzutrennen, nach unten zu schieben und die andere Note, die jetzt weiter nach unten gefallen ist, weil es eine separate Note geworden ist und jetzt anders analysiert wurde. Klar, weil dieser hohe Schlenker natürlich sozusagen den Durchschnitt mit nach oben gezogen, richtig, hat. Ja. Genau, und korrigiere ich. Gedrückte Alt-Taste wieder mal und dann an ihn. Hört sich jetzt schon ein bisschen unnatürlich an, in dem Fall. Wenn wir es nochmal mit ein bisschen Vorlauf anhören. Sie so oft an ihn. Ist so ein Schlenker. Es ist noch relativ gut. Es ist noch, ja, relativ gut. Im Playback wird es nicht so auffallen. Denkt sie so oft an ihn. Ja. Er kommt. Aber es ist auf jeden Fall schon eine Sache, die das Material einfach ein bisschen herabsetzt, ja, auf eine gewisse Weise. Art. Also die wichtigen Sachen haben wir, glaube ich, gesagt. Ja. Also Esse und sonstige Puff, Laut, Schnauf, Explosiv, Kaputt, Laute abschneiden. Ja, ja. Lieber den Drift als die Modulation verändern. Genau. Noten trennen. Mhm. Genau, da kann man vielleicht noch eine Kleinigkeit dazu, okay, sagen. Also in Melodyne passiert es oft, dass eben, wenn zum Beispiel Sänger das sehr, sehr, sehr ineinander singen, ist schwierig auszudrücken, aber sehr gebunden singen vielleicht. Sehr gebunden, ja, singen. Dann passiert es, dass Melodyne zum Beispiel immer wieder Sachen zusammenfasst, die einfach nicht zusammengehören. Die Sachen am besten trennen, vielleicht auch schon bevor man mit der Korrektur anfängt. Das ist halt dann, wie man seinen Arbeitsablauf plant, ist dann seine eigene Sache. Aber ich mache es zum Beispiel so, ich gehe davor das Material durch, trenne die Sachen, die nicht zusammengehören. Was ich auch oft mache, ich trenne auch schon bevor ich zu pitchen anfange, die Esse. Mhm. Und die T's. Dann hast du diesen ganzen Hustle mit dem Rücksetzen nicht. Genau, dann kann ich im Prinzip tunen, wie ich will und muss nicht immer auf Originaltonhöhe zurücksetzen. Und was ganz, ganz wichtig ist, Atma. Weil es ganz oft der Fall ist, vielleicht haben wir hier da ein kleines Beispiel sogar. Ich vermisse deinem Atem. Genau. Ja? Wenn die Ziege. Nee, hier nicht. Schauen wir mal. Hier. Genau, wenn wir hier diesen Ton anschauen, das ist eigentlich nur, der geht gar nicht so weit. Das, ja, ist jetzt ein Ton, der geht bis hier hinten. Und da ist schon irgendwo hier ab Takt 64 ist dieser Atmer. Und wenn ich den mitpitchen würde, dann würde der einfach sich komisch anhören. Dann haben wir Darth Vader im Studio. Genau, genau. Und das muss man auch beachten, dass man diese Sachen nicht pitcht, sondern eben dann davor trennt. Dann sieht man auch, der Atmer springt irgendwo hin, weil es einfach eigentlich nicht zu diesem Ton, ja, gehört. Er wurde jetzt dazu interpretiert, weil er so leise war oder warum auch immer. Aber da gehört er einfach nicht hin. Und das abtrennen und dann hat man diese Probleme auch nicht. Der gehört da eigentlich nicht hin, ist sowas wie Grünflächen sind keine Parkplätze oder so ein Hausmeisterschild. Ja, ja. Aber das ist halt, das macht dann den Unterschied aus letztendlich, ob das Material gut wird oder nicht. Also, oder der Rasen gepflegt aussieht. Genau, oder der Rasen gepflegt aussieht. Und das ist eben eine Sache, weswegen ich gerne einfach genauer arbeite. Es kostet mehr Zeit, aber man hat diese Sachen nicht. Und mit der Tonhöhenkorrektur zum Beispiel, mit dem Makro, würde das nicht funktionieren. Rasen ist auch ein gutes Stichwort. Wir wollen rasend schnell zum Schluss kommen. Ich glaube, ihr habt ganz gut gesehen, wie Leo dabei vorgeht. Dann gehen wir jetzt Kaffee trinken. Mein Kaffee ist nämlich alle. Gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke, Leo. Ciao. Ciao.
So, da machen wir keine Anmoderation. Der Vorspann kommt einfach schnie, die, 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 die und dann Schnitt. Boah, das ist ganz schlimm nach dem Essen. Ja, voll, wir müssen es jetzt beeilen, weil in einer halben Stunde. So. Also ich, mein Magen rumort und ratzfatz. Ich drehe aber wenn dann so, ne? Ja, aber. Ja, stimmt, du drehst dann wenn zu mir rüber. Ja, und wenn das nach hinten ist, dann. Das Tonstudio braucht dich.